Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Minecraft Staffel 6, meine lieben Freunde. Und wir sind ja in Folge 347 und ich muss mal hier die Optionen. Nicht in die Option. Zurück. Optionen, Wegpunkte. Müsste ich vielleicht ausstellen. Zack, 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 zack. Ratatat. Ausstellen, 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 ausstellen. Und ich habe ja ein paar ganz viele Sachen hier. Seht ihr ja. Das kennt ihr natürlich alles schon. Ah, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Manches kennt ihr noch nicht. Beispiel die. Das ist nicht die original. Nämlich, das zeige ich mal nicht. Zack, habe ich das mal nicht gezeigt. So, alte Wegpunkte sind noch vorhanden, aber neue Karte. Deswegen muss ich die hier auch überall aufdecken. Gab einige Probleme. Deswegen, ja. Unter anderem, war voll mit Wegpunkten ist unsere Hauptstadt. Ich habe hier ein bisschen rum experimentiert. Und ihr seht, es ist, ja, noch in Arbeit. Ich wollte mal noch ein bisschen mehr Weiß reinbringen. Das Ganze geht über einen Befehl. Der nennt sich //snow. Ganz einfach. Ist ein Word-Edit-Befehl. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, den auszuführen. Davor habe ich ja die Schneemänner benutzt, die Schneebälle zu bekommen. Und daraus dann die Schneeblöcke gemacht. Und daraus dann die, die Schneeplatten gemacht. Und ja, das verleichtert so einiges, muss man ehrlich zugeben. Unter anderem habe ich auch die Brücke gebaut. Muss ich euch mal in späteren Verlauf zeigen. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind hier in Himmelstern. Und in Himmelstern gibt es einiges zu sehen. Deswegen ist hier diese Wand entstanden. Rausgehe ich nicht, es gibt zu viel zu sehen, deswegen schaut doch gerne mal beim Sonnenschein vorbei. Alle Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Unter anderem auch mit dem neuen, da ist er, der JJ spielt, der ist nämlich auch jetzt drauf, hat im Wendsland ein Örtchen angefangen, aber dazu kommen wir dann des Späteren. Jetzt bauen wir erstmal hier aus. Hier draußen steht ein Schild. Zack. Spezialitäten aus Nordweden, Weberei Jutta Dies und Bäckerei Wenschrippe. Nehme ich weg. Weil. Ja. Weil. Eine Bäckerei gibt es ja leider schon, habe ich mit. Was heißt leider? Habe ich mit dem Sonnenschein schon gesprochen und deswegen tue ich ja trotzdem. Spezialitäten aus. So, machen wir hier oben. Wupp. Machen wir hier oben. Zip. Weber. Ja, machen wir anders. Weberei. Erzeugnisse. Passt sogar hin. So, machen wir Spezialitäten aus Nordwehen. Und Webereierzeugnisse. Feinster. Webereierzeugnisse aus Freilandhaltung. Land, also ist noch ausbaufähig, oder? So, weil wir so schildergeil sind, kommt mir noch ein fettes Schild hin. Nee. Quatsch, ich möchte ja nicht so wirklich, oder? Ja, ne? Irgendwo muss das hin. Hier so. Zack. In
Haberin. Jutta Thies. Thies. Hat mir das so geschrieben? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Gehen wir mal rein in die feine Stube. Ich habe ganz viel Zeug. Unter anderem die oberste Reihe habe ich mal so auf dem Weg gefarmt. Ich habe ja nochmal die Strecke ablaufen müssen. Und habe dann aus Nordwellen ein bisschen Stuff nach Himmelstern gebracht. Und habe mit den Dorfbewohnern ein bisschen gehandelt. Unter anderem mit einem Bibliothekar. Der mir dann nach einer gewissen Zeit, darum habe ich auch die Bücherregal, die habe ich auch handelt. Und ich hatte so 2 Stacks Markte mitgenommen und ganz viel Papier, das ist auch noch ein bisschen was über. Und Bücher habe ich bekommen hier von Dorfbewohnern. Und da habe ich Köder 3 bekommen. Und weil ich so einen Doppelklick auf meiner Maus immer mal habe, und die neue Maus hat das jetzt auch schon wieder, da bin ich ein bisschen komisch, aber ich gucke mir das an. Übrigens, die Folge heute, die wird ein bisschen länger werden. Ja, und da habe ich außersehen 2 drauf geklickt. Yay! Yeah. Da habe ich jetzt 2 Köder 3 Bücher. Finde ich lustig. Oder auch nicht. Hier habe ich Druhen. Hier habe ich Redstone-Druhen. Ich habe noch 4 Haken, aber alles hat einen Haken, nur die Wurst hat 2. So, hier sind Arg. Hier ist Wolle. Hab hier schon ein bisschen Wolle angeschafft. Das Boot ist ja soweit. Alles gut, Cedric? Alles gut? Ich glaube nicht, dass alles gut ist. Das geht auf, hier ist oben drüber ist was, ja. Arg. Zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. Ich habe die Musik auch etwas lauter gemacht. Hier kommt ein Informationsschild hin. So, ja, sowas. Schreibe ich aber erstmal die Seite. Heute im Angebot. Boot. 2 Ausrufezeichen. Rote W Faser Wolle statt für Silberlinge. Nur 4. Warte mal. 3 Silberlinge. Silberlinge. Warte mal. Müssen das hier oben mal. Passt doch genau hin, ne? Statt für, ich sag mal, 7 Silberlinge. Wenn ihr nicht wisst, was Silberlinge sind, das erzähle ich euch gleich. So, was schreibe ich denn jetzt hier auf das schöne, hübsche Schildchen? Zack, 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 zack. Was schreibe ich denn hier drauf? Sonderangebot Teppich einfach gefärbt nun zum halben Preis. Zack.
Und hier hinten steht dann für... Teppich, was nehmen wir für Teppich? Einmal 5 Silberlinge. SBL, Silberlinge. Zack. So, es ist Tag. Es ist gerade Tag. Alles klar. Wie lange geht die Folge? 10 Minuten. Ups, ich entschuldige mich. Erstmal hier, von außen kann man das lesen. Ja. Ui, laute Musik. Wir müssen was gucken. So, was gucken, gucken, gucken. Wir dürfen nicht hier rüber gucken. Alles geheim, 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 geheim. Geheim, 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 geheim. Geheim, 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 geheim. Geheim, 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 geheim. So. Schwupp. Das dürft ihr sehen. Da ist der Fischmarkt, da ist der Anker, da ist der Hafen. Kladderadau. Gibt's hier irgendwo Eisen? Ich nehme... Leder. Schaufel. Ach, das wird gerade erst nach. Ich hab ein Bett mit. Ah, sehr gut. Aber wir sind alleine. Alles klar, müssen schlafen. Ich hab gedacht, es war gerade Nacht. Deswegen habe ich mich entschuldigt. Alles klar. Die Folge wird länger, meine lieben Freunde. Erde. Hat er irgendwo Eisen in seinen Drohnen? Alles feinst sortiert hier. Hier wollte ich gucken, ob er irgendwas rangeschrieben hat. Übrigens, seine Marktstände, die finde ich richtig cool hier am Fischmarkt. Die hat er richtig schön gemacht. Hier steht nirgendwo dran, irgendwas, ja. Ja, genau. Rote Beete. Die, die Harpune hier. Hier kann man Eis kaufen. Ist aber nichts drin. Hier. Spende, alles klar. Alles klar. Ich möchte nichts spoilern. Und dort hinten. Ne, das ist ein Schankfehler. Die Mauer geht dort noch weiter. So, jetzt muss ich mich gleich wieder ducken. Ich duck mich schon mal, dass ich hier nichts verrate. Ich muss mich ducken, wurde mir so befohlen. Glas, Essen, Holz, Obsidian, Kies, Cleanstone, Nether, Nether, Ziegelstein, Großruhe, Großruhe? Ist ja Eisen drin, zufälligerweise. Wenn nichts in den Kassen ist, ne, da kommt auch nichts rein. Leder. Nee. Hier ist ein Riesenbett. Was steht denn ja dran? Vielleicht will jetzt nicht jede. Gar nicht mal hier drin ist das Eisen. Eisen. Eisen? Eisen? Nee, Essen. Hat er auch gut genug. Okay, da muss ich mal hier. Mich durchdrängeln und nach unten gucken. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, 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 so. Und muss man die Schmiede. Oh, jetzt muss ich mich komplett ducken. Ja, ihr wisst, was die Schmiede ist, ne? Hier muss ich rein. Dankeschön. Okay, keine Aufträge. Gitter. Gitter bringt mir wenig Lava-Eimer. Sehr schön. Ich muss nach unten. Da gibt's Eisen. Eisen. Sehr schön. Hier gibt es Eisen. Hier gibt es auch Eisen. Ganz viel Kohle. Da oben ist nichts.
Ob der da was sagt? Ich habe mir auch wahrscheinlich hier auch irgendwo mal was rausgenommen. Fällt nicht auf. Warte mal, hier, hier, zack. Auch noch einen weg. Fällt nicht auf. Pass auf. Zack. Iron Nugget. Iron Nugget. Wer nennt das denn Iron Nugget? Hier ist Kohle. Oh, hier ist ein Ofengotterwillen. Sunshine, wenn du das siehst, ist ein Ofengotterwillen. Muss noch rausholen. Hinten darf ich nicht raus. Fup. Da fuck. Achso, das ist die Eingangstruhe. Das ist ein schöner Brunnen hier. Der habe ich ein bisschen geupdatet. Hier unten gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Gesteinssorten. Du. Dum, 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 dum. Brauereiladen zum saufenden Schlot. Ach, da kommt dann hier von der da Brauerei hier das Zeug rein. Kann man gut lesen, ne? Kann man gut lesen. Ja, ja, kann man gut lesen. Bin ich alleine? Ja. Aha, bin ganz allein. Wie machen wir das jetzt? 15 Sorten, aber ich kann dir pro hier zwei reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Hier ist die Kasse. Ich habe ja ordentlich Schilder mitgebracht, ne? Ich will ja nichts sagen. Die Truhe kommt dann später eh weg. Das muss ich alles zugeben. Die hat ja keinen Nutzen mehr. Aber ich möchte das jetzt hier ein bisschen einsortieren. Bevor ich dann die Schilder schreibe, mich am Ende noch ärgere, mache ich jetzt hier erstmal. Wie war denn das? Cedric weiß, wie es war. Und hat doch eine Idee, wo er den Redstone herbekommt. Daraus nämlich. Hat er noch einen? Naja. Nee. Aber Cobblestone hat er. Hey. Und eine Werkbank hat er. Spender. Juhu. Ein Spender, den Redstone kriegst du natürlich. Den Cobblestone. Da ist er. Den Cobblestone. Alle, die jetzt nicht lesen konnten, was da drauf steht, an die Spoilerwand. Ne? Also. Ist mir jetzt anscheinend abgesprungen. Habe ich mal dorthin geschrieben. Ein Spender. Und er kommt dahin. Oder auch nicht. Die Kasse ist das hier. Steht im Weg. Zack, kommt da hin. Das Weiß kommt da eher raus. Kann ich ja gleich. Ja, das war schon richtig. Mach kein Mist, Cedric. Mach kein Mist. Das eine Bett kann ich hier reinlegen und das und zack. Na, die Werkbank, die ist gar nicht mal so blöd. Wo machen wir die hin? Machen wir da hier so. Ja. Ja, ich kann den Boden so machen, wie ich möchte. Nehme ich an. Nehme ich an. Aber ich muss meine Werkbank hinstellen, um Werkbänke zu machen. I'm genius. So. Zack. Machen wir gleich. Ein Dutzend hier. 20 Stück. Guck dir das an. Krass, oder? Ja, kann man so lassen.
So, jetzt kommt erstmal in die Kasse hier das Zeugs rein. So, verteilen wir noch schön. Zack, zack. Hier, dies, das. So, das kommt da noch drauf. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das hier. Das dort. Und das dahin. Und dann machen wir den da. Und den. Und den Rest klammert da drauf. So. Wir haben jetzt. Ja. Puh. Zack. Ist die Ecke zu dunkel eigentlich? Ja. Jetzt nicht mehr. Sonnenschein. Hier ist was zu dunkel. Mach dir mal eine Fackel hin. Du hast gerade selber gesehen, die Zahl ist unter 7 gegangen. Die war auf 6. Wo ich, wenn ich den Block dorthin stelle, ist 7. Dann können die es nicht mehr spawnen. Na egal, wir haben jetzt vorgesorgt. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ein Dorfbewohner auf jeden Fall. Achso, Holz. Haben wir ja nicht mehr. Nehmen wir doch das. Zack, 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 zack. Kriegen wir gleich 2 raus. Das tun wir da schon mal hin. Und da, oder? Ja, das schaut super aus. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Holz, Holz bauen. So, zack. Das hat natürlich eine über, weil ich da Oberpro bin. Aber so kann man das lassen. Ich lasse das auch so. Hier habe ich ja übelst die geile Raumeinteilung gehabt. Übelst geil. Aber das kann ich hier nicht wegnehmen, weil... Nope. No, sir. So, geh mal schlafen. Kannst du nachts schlafen? Jetzt geht's aber. Nein. Aber jetzt geht's. Auch nicht. Aber jetzt geht's. Auch nicht. Jetzt. Nein, was ist denn hier los? Aber jetzt. Oh. Nur Tropenholz hier, aber ich weiß, wo welches ist. Jetzt kann man schlafen. Guten Tag. Hätte ich eigentlich auch stehen lassen können. Egal. Egal. Wir haben das ja. So. Das Weiße machen wir für sich. Erstmal hier. Ne. Ne. Das ist asymmetrisch. Warum sind die Truhen asymmetrisch? Warum müssen die 3x9 sein? 3x9 sind 27. Voll asymmetrisch. Das geht nicht auf. Das geht auf. Zack. Machen wir hier das Hellgrau hin. Upsala. Und in der Mitte das dunkelgraue, da hat sich das ja dann aufgeteilt. So, da sind ja die Grautöne drin. Machen wir hier weiter mit Weiß. Kriegt eine Truhe für sich.
Weiß nicht, ob das alles hier reinpasst. Ich glaube nicht. So, die nächste Truhe wird dann eine gelbe Truhe werden. Gefolgt von Orange, was wir gerade nicht haben. Aber Orange und Oh, nee. Nee. Ja, nee, hier kommen wir wieder zurück. So. Können es doch so machen. So und so und so. Und das Orange kommt einfach in die Mitte. Aber Rot haben wir so viel. Hier kommt einfach Grün rein. Grün. Ufo-Mann-Lied. Das ist doch ein wahrer Segen, denn der Ufo-Mann ist er jetzt wieder aktiv seit mehreren Tagen. Seit 6 Tagen ist er wieder aktiv auf Twitch. Twitch. Könnt ihr mal ruhig mal vorbeischauen. Lohnt sich. Ich bin ein Ufo-Naut. Einfach mal in den Chat schreiben. Willkommen Ufo-Nauten oder irgendwie sowas. Das machen wir hier mit rein. Bei dem Grün. Zack. Da kommt Hellblau rein und hier kommt Lila, Magenta und Pink. Haben keine Hellblau? Euer Ernst? Haben wir das vergessen? Really? Hier wollte ich Orange machen. Da wird die Folge ja noch länger als ich erwartet habe. Mega Special Folge. Krass, oder? Kann man ja mal machen. So mitten in der Woche vor allem. Ich nehme auf jeden Fall ein Bett mit. Und sonst nichts. Guten Tag. Eisenachs. Du bist noch nicht behandelbar. Erhandelbar. Egal. Wie. Ich laufe mal vor zum Hafen. Mit der bekloppten eichhörnchen Taktik. Hier sind ganz viele Dorfbewohner. Das finde ich super. Super. Muss dann gleich mal in die Mega-Aufnahme gucken. Weil hier steht noch kein Schiff. Denke ich, hier steht ein Schiff. Zack. Schiff. Super. Willkommen in Wattungen. Hier hat sich einiges getan. Ich habe hier die Schilder mal neu geschrieben. Hier geht's nach Himmelstern. Der Schiffsname steht eigentlich in den eckigen Klammern, aber gibt's noch keinen. Anscheinend. So. Zack. Was zum Teufel soll ich mit diesem Ei? Kann ich zeigen. Habe ich ja gebaut. Zusammen mit der Anni. Denn hier ist ein Haus. Wartungen. Das ist das Haus der Gemeinschaft. Und da stehen zum Beispiel jetzt die kompletten Serverregeln drin. Weil da stand die am Baum. Und hier waren Druckplatten auf dem Boden. Und das ist jetzt alles auch automatisiert. So, jetzt kann ich euch gleich alles mal zeigen, was ich hier verändert habe. Hier fängt es jetzt schon mal an, Winter zu werden. Cool, oder? Der Schnee liegt jetzt nicht auf den Bäumen. Das hat irgendwie der Befehl nicht auf die Ketten bekommen. Weil Laub macht ja nichts auf Laub. Ja, seine Entscheidung. Alles klar. Nordwind ist alles soweit in Ordnung. Ich könnte vielleicht wissen, warum. Die hängen ja fest, weil sie sich gegeneinander wegschieben. Unter anderem wahrscheinlich, weil der Sandblock dort war. Die Bürgermeistervilla soll hier entstehen. Auf diesem Gelände, das habe ich glaube schon 2-3 Mal gesagt. Und was ist das? Das ist hier Stadtmauer. Pass auf. Ich habe hier ein bisschen was an Material. Hier ist ein Steinziegel und hier ist Gruß drin.
Und weil es halt die Mauerstraße ist, habe ich dann erstmal untere Mauerstraße, Altstadtmauer. Kann man jetzt hier oben drauf. Kann man hier oben drauf. Und hier habe ich schon mal eine Seite gemacht. Und die kann ich euch mal zeigen. Also von innen sieht es bis jetzt so aus. Man kann es natürlich noch verfeinern mit einem roten Teppich in der Mitte. Habe ich so gedacht. Da könnt ihr mal entscheiden, ob das besser aussehen würde oder nicht. So, und das Endresultat sieht jetzt so aus. Bis jetzt. Ihr könnt aber gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und da, ich habe jetzt auch den Stadteingang weg etwas verändert. Denn von der anderen Seite sieht man es noch genau. Da war hier noch so ein Vorsprung mit so einem Schild. Hier so Treppen geneigt. Und die habe ich hier weggenommen. Also die vorderste Reihe. Und da wollte ich sozusagen da unter diesen Block noch hier schreiben: Südstadttor. Das wollte ich noch machen. Sonst hat sich hier nichts verändert. Ich habe auch noch nicht die Schenke eingerichtet. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir noch im Lager hellblaue Wolle haben. Wenn nicht, dann hatte ich die einfach nicht. Ach so, hier Attraktion von Nordwehen. Die Eisengolems sind eingefroren. Ja, bei dieser Kältewelle. Leider. Leider sind sie eingefroren. So, Wolle. Da gehe ich mal hoch. Oben ist nämlich beschriftet. Blau. Bisschen hellblau habe ich noch. Hier habe ich noch ein bisschen dunkelblau. Wir können auch einfach uns eine Schere nehmen. Zack, zack. Darauf. Was ist? Gemälde. Haben die jetzt einen neuen. Neues Gesicht. Jetzt hat jemand die Tür aufgelassen. Schere. Apropos Eisennugget, da war auch einer. Schere. Ich brauche hellblaue Wolle. Haben wir überhaupt hellblaue Schafe? Oder habe ich mir die wirklich aus hellblauem Farbstoff gezogen? Weil ich war auch mal Skelett schlagen. Skelett verkloppen. Irgendwann. Ne, da haben wir tatsächlich ja blaue Wolle. Schau dir das an. Krass, oder? Könnt ihr das trotzdem essen, das Gras? Weil es ist ja Schnee drüber. 40 haben wir jetzt. Ja, es reicht erstmal für den Anfang. Die 250 steht da schon seit Ewigkeiten. Es tut sich auch zurzeit viel, kann man sagen. Es kommt fast wöchentlich zwei Abonnenten dazu. Zwei bis drei, aber es verlassen uns auch wieder zwei bis drei. Was den Pegel natürlich sehr gleich hält. Wir sind gerade so bei 255, 254. So, das wechselt immer mal. Finde ich aber immerhin ein Plus. Ein leichtes Plus. Schade, dass es nur so. Hier ist Eisen. Schlafen wir mal hier. Ja, meine lieben Freunde, es ist eine lange Folge. Eine lange Folge für den heutigen Tag. Ich habe lange nichts mehr aufgenommen, deswegen. Das nehme ich mit. So, der Industriehafen nicht weiter entstanden. Ich habe hier mit Delfino ein bisschen rumgefuchst. Ich habe da aber auch nichts offscreen gemacht. Wenn ihr euch fragt, warum hier nur Schnee auf den Platten liegt. Hier, das ist eine Platte. Also hier, das ist eine Platte, das ist ein Block. Wenn ich jetzt un unter diese Platte dieselbe Platte lege, also nicht einen Block unten drunter, sondern einen halben Block unten drunter, kann ich das nochmal zeigen. Das sind nur hochgesetzte Stufen. So richtig schöne Musik gerade im Hintergrund, oder? Falls ihr es noch nicht wusstet, hier gibt es eine Verbindung zu Wattungen. So. Ich habe gehört, wenn der Fazkat das sieht, der wollte das hier einrichten. Habe ich so von Fazi, habe ich so von. Habe ich von Sunshine so erfahren, dass der Fazkat das machen möchte. Also das machen wollte, möchte. So, jetzt sind wir wieder hier. Super. Zurück im Geschehen.
Wer nicht weiß, wie das Lied heißt, kann ich euch gerne mal verraten. Das heißt Mallet Chaos. Also Mallet geschrieben M-A-L-L-E-T und Chaos wie Chaos eben geschrieben wird. Für alle, die es nicht wissen, mit C-H-A-O-S. Chaos. Hab fast vergessen, hier geneigt zu laufen. Fast vergessen. So. Haben wir das? Die müssen einen höher. Ich musste irgendwie noch überhaupt nichts essen. Wir spielen nicht auf einfach. Doch, spielen wir. Warum? Alles klar. Da war wahrscheinlich irgendeine Aktion, da haben die das mal umgestellt. Das ist gut möglich. Liegt mir nicht in Recht, das zu verbieten. Deswegen hake ich da mal später nach. So, hier wollten wir es reinpacken. So, das Aquamarin hier, türkis, hellblau, blau. Alles klar. Knallen wir mal hier Schilder drüber. Hab mir natürlich die Preise aufgeschrieben. Natürlich nicht. Ich hatte ja hier vorne irgendwas drauf gekritzelt. Warte mal. Da muss ich da ganz genau mal schauen. Es wird wirklich eine mega Special-Folge. Ich hab gedacht, ich mache einen Livestream, aber das funktioniert so einfach nicht. So. Die rote, weil die rein ist, 7. 7 Silberlinge, also 7. Alles was rein ist, 7. Und Teppich, Teppich kommt später. Teppich. Halben Preis, 5, also 10. 10. Erstmal. So, die reinen aber, ne? Die reinen. Und weil Rot auch rein ist, wenn ihr nicht wisst, was rein ist Farbstoff, reiner Farbstoff. Wenn man den Farbstoff mit dem Ampelfarbstoff kombiniert, dann ist es eine Mischung. Wie zum Beispiel Orange ist eine Mischung aus Rot und Gelb. Rot und Gelb sind reine Farbstoffe. So, reine und preiswert. Zum Beispiel, was ist denn ein teurer Farbstoff? Teurer Farbstoff ist zum Beispiel hier Magenta. Weil da braucht man bisschen was davon. Ja. Und da das auch schon eine Kombination ist aus Rot und Blau. Und Blau ist ein teurer Farbstoff und Rot ist ein einfacher Farbstoff. So, ich weiß, man kann Lila machen mit einem roten Farbstoff und einem blauen Farbstoff. Magenta kann man machen mit zwei roten Farbstoffen und einem blauen Farbstoff, oder? Oder? Ich will jetzt keinen Mist erzählen. Ich erzähle keinen Mist, aber ich kann ja schon mal aufschreiben. Ich will mir mal darüber gucken. Weiß ist ein komplett reiner Farbstoff und der ist auch billiger. So, 5 Silberlinge. So, grau ist schon wieder was anderes. Da mache ich aber eine Ausnahme. Also 6 Silberlinge. So, das Rot ist zum Beispiel, also hier 7. Da zählt Rot drunter und Gelb. So. Das sind jetzt reine. Reine. Schreib mir das extra mal auf. Dann jetzt hier gemischt. Dann gibt es noch hier teure. Ja. Teure, reine. Und teure, gemischte. Zack. So, die gemischten würde ich für 9 verkaufen. Die teuren für 9. Die gemischten teuren für 12. Ist das angenehm? Angenehm, oder? Angenehm. So, da Orange gemischter ist. Also Ora. Ich schreibe es noch Ora ein. So. Grün. Zählt teuer. Weil du brauchst mal Kaktus, oder? Grün.
Ja, wenn du eine Wüste hast, ist er nicht so teuer. Grün. So, hellgrün ist gemischt. Haargrün. So, braun bekommst du aus Kakaobohnen. Kakaobohnen kannst du anpflanzen, das ist billig. Also braun oder billig. Braun. Blau sieht schon anders aus. Blau ist ein teuer. Also blau, weil du Lapis brauchst. Dadurch wird hellblau. Und das ganz teure Gemischte, weil du brauchst grün und blau. Ist ja mega teuer. Müssen wir eine extra Rubrik hier machen. Hier, das hier, Türkis. Türkis. Das kostet extra. Dann mach ich mal hier 14. Das ist ja richtig teuer, ist das ja. Und jetzt kommen die Sachen. Gemischte teure ist auf jeden Fall Magenta. Magenta. So, rosa ist ein einfach gemischte oder rosa, wie man es auch nennen mag. Und violett. Sind so ein Zwischending, ne? Kostet 10. Bio, schreiben wir mal nur Bio, kostet 10. Zack. Fertig. So, jetzt tun wir hier die Schilder hin platzieren. So, wenn wird Nacht? Bald. So. Was haben wir denn hier jetzt? Wo habe ich jetzt Weiß? Weiß hier. Weiß. Grau. Und hellgrau. So viel. Naja, schwarz, so viel. Machen wir mal hier draus das. Alles klar. Passt auf. Schön drüber. Ich habe hier das gedrückt. So, Kontraste, Traste. Nicht Kontra, Kontraste. Schwarz. So. 5. Immer noch 5. Kontraste. A. 5 Stück. Zack, A5 Stück, schwarz, schön das hier, schwarz 6, oder? 6, Silberlinge, passt drauf, alles klar. Grau. Und hellgrau. 8 Silberlinge. Alles klar. Hier war jetzt weiß drin. Feinste weiße. 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 Scharfen S, weiß SZ gibt es bei uns im Texture Pack nicht. Wolle. A10 Stück. Wenn ich das durch 2 rechne, sind das so viel, also
12? Nee. Hier 10. Was sage ich denn? 10? Silber. Oh, schreib das so hin. 10 Silberstücke. Nee, nicht Stücke, Linge. Silberlinge. Was mache ich denn? Silberlinge. Hier sind jetzt Gelb, Rot und Orange. So, habe ich jetzt Überschrift. Warme Wolle. Oder feinste, warme Farben. So, Gelb und Rot. Gelb und Rot. 7 Silberstücke. So, Orange. Das hier. 9 Silberstücke. Zack. Das ist deswegen so teuer, weil es muss ja alles importiert werden. Was ist denn hier drin? Grün und Braun. Alles klar. Grün und Braun. Also. Natura. Farbsortiment. Ah, passt sogar hin. Super. Grün. Grün ist 7. Silberlinge. Kann ich mir das nicht irgendwo hier. Oh. Ups. Weg damit. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Alles Roger. Alles klar. Wenn alles Roger ist, dann machen wir uns wieder zurück in die Arbeit. So. Natura. Sortiment. Das hat er gerade so hingepasst. Warum ist das Wort zu kurz? Ah, ich könnte mir schon wieder in die Augen stellen. Natürlich nicht, aber Natur Woll Sortiment. Natura Wollsortiment. Das können wir so lassen. So, grün. Ne, ohne Doppelpunkt. Grün kostet Silber 7-Linge. Silberlinge. Zack, ich krieg ja schon den Kollaps. Die Folge ist schon wieder viel zu lang für normale Verhältnisse. Hellgrün. Kostet 9 Silberlinge und braun braun 7 Silberlinge. Ich hätte da vielleicht einen Bindestrich machen sollen, aber jetzt ist eh zu spät. So, jetzt kommen die ganz teuren Sachen hier. Nee. Aqua Pastelle. Farben. Zack. Blau. Reines,
reines Blau. Das Schütz. Neun. Silberlinge. So, jetzt kommt Hellblau. 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 Zack. Ach, da kommt nichts hin. 12. Silberlinge. Und da waren halt Jockeys drin. Was ist das? Aqua. Aquamarin. So geschrieben? Und so. Ne, mit IE, ne? Aquamarin kostet. Oh. Silber. Dinge. Alter, das kam ja lange nicht, das Lied. Wie cool. Georgien Chan heißt das Lied. Wer es nicht weiß. Wir sind, warm. Was? Pastell. Farben. Zack. Oh, da passt sogar Doppelpunkte hin. Wie cool. Zack. Wo haben wir die denn jetzt alle stehen? Violett ist hier. Violett. Ohne Doppelpunkt 10. Silberlinge. Dann haben wir hier Magenta. Magenta. Das kostet 12. Silberlinge. Ich kürze das mal kurz ab. Und dann haben wir noch rosa. Pink, wie man es nennen möchte. Rosa, pink. Für 9. Silberlinge. Alter, ein schönes Lied. Schreibt mir hier nochmal drüber. Alle Reise A5 Stück außer weiße Wolle, außer weiße Wolle. Stück, das Stück. Wird eigentlich groß geschrieben, oder? Entscheiden wir später. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Haben wir noch Sachen über? Wir haben noch Sachen über. Hier stehen noch Schilder. Wir haben jetzt hier erstmal alle Wolle reinbekommen, die wir hatten. So, das Teil möchte ich eigentlich so gut wie möglich erstmal weghaben. Jetzt können wir erstmal alles hier reinkrusten. Zack, zack, zack. Weißt du, wie es schneller geht? So. Jetzt alles viel schneller. Ich freue mich schon, das alles dann wieder zurück zu transportieren. Da liegt noch was. Zack, 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 zack. Wir haben schon fast eine Stunde hier Sachen gemacht. Finde ich cool. Und jetzt brauchen wir einen Damon, Tropenmalzstamm. Und den setzen wir dann dahin. Damit das auch Sinn macht. So, jetzt, meine lieben Freunde. Hier kommt ja ein bisschen Teppich hervor. Ah. Und da habe ich mir. Da ist ja noch was. Leben.
Weiß, na, rot, orange eventuell, oder? Vielleicht sowas. Sowas. Hier ein Teppich hin zu setzen. Und hier ein Teppich hin zu setzen. Vielleicht noch aus Blau. Hier so. Gut möglich, ne? Gut möglich. Guck mal, die Schere, die wir hier haben, die können wir zum Beispiel hier verkaufen. Ja, Schere. Zack. Von dem Teppich hier, ich nehme mir einfach mal ein bisschen was raus. Das muss schon gerade sein. Zack. Das ist gerade. So, da haben wir die erste Truhe. So. So, so und so. Dann diese hier. Zack. 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 Dann diese. Naja. Zack. Hier haben wir schon was. Zack. Gibt's nicht so viel davon. Und das ist teuer. Ja. Haben wir auch nicht so viel von. Und dafür gibt es hier ein bisschen mehr. Alles klar. Werde ich schon paranoid schon wieder. Und es wird schon wieder Nacht. What the fuck? Alles klar. Aber diesmal habe ich gut reagiert. La 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 la. Na 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 na. Das ist viel. Alles klar. So. Also ich würde es mal so machen. Ah, ich vergesse das immer. Tut's das immer nur drüber? Ja, jetzt hat's kapiert, ja. Nee, jetzt wieder nicht. Komisch. Warum macht das das? Ja, das war zu viel. Ich glaube, ich setze das nur unten hin. Weil das die erste Reihe hier ist, sozusagen. So. Setzen wir den mal hier hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Da ist die Schere drin, die tun wir aus hier. Zack, zack und zack. So, hier war grün.
und Grau war hier. So. Jetzt mal hier als nächstes die Schere rein. Und hier sind jetzt die Schilder. Da noch eine Schere. Ich würde sagen, weil da zwei Eisen dabei sind. Ich weiß nicht, wie teuer zwei Eisen sind. Und das sind zwei Eisen. 18, logischerweise 18. Plus eventuell Nutzungsgebühren. Ich sage einfach mal 20. Schere. Weil die kann man sich ja ganz einfach selber machen. 20 Silber. Stücke weit schon wieder einen Schritt. Silberlinge. Ich tue, glaube ich, ein bisschen was. Ja. Weil du kriegst du aus zwei Wolle zwei Teppich raus. Ist das korrekt? Austesten. Drei. Drei. Also muss ich da von den ein Drittel des Preises nochmal obendrauf rechnen. Macht Sinn. Das war 6 und 8. Macht insgesamt. Ich müsste es mal kurz durchrechnen. Aha, aha, aha. Kein Rechner in der Nähe. Hab jetzt auch keine Lust zum Aufstehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann man es auch ausdrücken. Ich mache jetzt einfach mal Pi mal Daumen. So, zack, hier. Bam. Ja. Kann man so machen. So, grau. Wo war grau? Hier. Erstmal schwarz. Kontrast. Teppich. Kontrastteppich. Schwarz. Silberlinge, grau, steht das hier, 13, Silberlinge und hellgrau, auch 13, Silberlinge. Zack. Was schon wieder nach? Nein, aber fast. So, hier ist jetzt was drin. Rot. Und das habe ich hier geschrieben. Warm. Feinste warme Farbe. Warme Farbteppiche. So, rot. Elf
Silberlinge. Gelb. 11 Silberlinge. Und Orange. Silberlinge. Zack. Grün. Und ich weiß, ich habe den weißen noch nicht. Der kommt später. Zack. Eieiei. Da musste ich mal kurz gehen. So. Hier hat mir Natur. Ra. Teppich. Fahr. Wer? Tura Teppichfarbe. Ich glaube, da hatten wir irgendwas anderes. Aber es passt ja sonst nicht drauf. So, grün. Hellgrün. Und braun. So, grün war da. 11 Silberlinge. Hellgrün. 15 Silberlinge. Machen wir so. Und braun. Muss braun. Auch 11 Silberlinge. Zack. Bam. Da haben wir hier Aquapastell, ne? Aquapastellefarben. Aquapastelle. Teppiche. Passt sogar noch der Doppelpunkt drauf. Blau. Hellblau. Warte mal. Hier hatten wir reines Blau. Reines Blau. Und Aquamarin. Mal wieder ein Lied vom Oberspiel. Sehr schön. Wie gesagt, alle Lieder beziehungsweise da unter in der Videobeschreibung ganz, ganz runter scrollen und da stehen die Musikverlinkungen. Könnt ihr mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Auf dem Kanal Moselbert gibt es die ganzen Lieder vom lieben Oberspiel zu sehen oder zu hören. Sehr empfehlenswert. Reines Blau ist das. 15 Silberlinge. Hellblau steht das. 21 Silberlinge. Ja, es schaut teuer aus, als es ist. Und Türkis. 25 Silberlinge. Hast du gerade die Abkürzung gerade so drauf? Und das sind die warme Pastellfarben. Ja. Kann man so sagen. Warm. Kalte. Kann man ja auch sagen, aber ja. Pastelle. Teppiche. Mal einfach so. Das findet niemand raus, dass da ein Doppelpunkt fehlt. Das findet so schnell niemand raus. So, Magenta. Und Rosa. Beziehungsweise
Pink, je nachdem, wie man es ausdrückt. So, Violett war hier. 17 Silberlinge. Magenta. 21 Silberlinge. Pink-Rosa. Wo haben wir das? Lalalala. Da. 15 Silberlinge. Zack. So, jetzt machen wir die weißen. Da haben wir ein bisschen mehr da. Können wir auch mal hier so zwei Stacks nehmen. Zack. Und da mal ein bisschen Party machen. Zack, zack, zack. Weißer Teppich. Ah. 10 Stück. Sieben mal das, ne? Ne. 14. Müssen wir da rechnen, weil mal 2. Alles klar. 14. Ja, genau. 5. Weil ein weißer Teppich kostet ein Silberstück. Also ein Silberling. Genau. Korrekt. 14 hier Dings da oben. 14 Silberlinge. Silberlinge. Haben wir das auch erstmal abgeschlossen? Die Truhen hinten sind erstmal leer. Da ist nichts drin. Und es ist. Oh, warum vergesse ich das immer? Ich gucke auf die Uhr. Ich habe extra unten Uhr hingetan. Guck mal, ich habe 3 sogar. 3 Stück. Es tut mir unendlich leid. Ich gucke ja auch schon immer, ob hier draußen was spawnt. Wenn ich einen Zombie höre, den mache ich sofort kalt. So, alles gut hier draußen. Holen wir das Fernglas raus. Tschack, 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 tschack. Soweit alles okay. Na, meine lieben Freunde. Ich würde sagen. Soweit, so gut. Ist es erstmal abgenommen. Ich tue jetzt hier oben drauf noch ein bisschen Teppich und da habe ich mir den grauen ausgesucht. Weil das sieht am edelsten aus, finde ich. Nee, da soll er da drauf. Und ja. Hey Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Staffel 6. Und nächste Folge ist eine kleine Informationsfolge. Und dann schauen wir weiter, meine lieben Freunde. Bis dahin, euer Sigasius. Ciao, ciao.